Hallo Leute, willkommen. Hier ist wieder euer Tiger the Jack. Willkommen zurück zum Mass Effect Let's Plays Part 17. Und in diesem Part werden wir versuchen jemanden zu rekrutieren und ein Gefängnis in die Luft sprengen. Also wir bereiten uns darauf vor, etwas in die Luft zu jagen. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ungelesene Nachricht. Gut. Kleines Memo von unserem Boss. Wir sollen den Krogana gut behandeln, wenn er nicht behandelt ist, sollen wir ihn umbringen, aber nicht die Leiche verlieren. Und ich würde sagen, wir fliegen hier jetzt aus dem Qualys-System, aus dem Ymir-System raus. Und fliegen in den Sanduhrnebeln. Und hier befindet sich das Gefängnisschiff Purgatory und auf das haben wir es abgesehen. Und ich würde sagen, wir holen gleich unser neues Mitglied rein. Und ja, mit der will ich eine Beziehung, die sollte ich nicht allzu groß verletzen. Wir nehmen hier mal Jacob mit. Sehen, dass wir schon ein bisschen Vorbild sind, dass wir eher vorbildlich sind. Die Kampfmeisterschaft bekommen wir Vorbild abgekriegt, bekommen wir ein paar mehr Punkte. Und sie ist für mich sehr wichtig. Ich finde sie nämlich sehr wichtig. Deshalb werde ich meine neuesten Kräfte einfügen. Und immer so weit, dass 70% und immer so weiter. Man sieht ja, die Punkte sind ein bisschen gewachsen, also hier tun wir automatischen Stufenaufstieg auf Jacob auch. Und beenden. Das Grün und das Weiß. Shepard, Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Currer. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben.
lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Das glaube ich nicht, dass da wir keine Probleme machen. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abwickeln. Hier geht nie etwas schief. Zurück. Weitergehen. Machen wir weiter. Die Leute versuchen sicher alles, um rauszukommen. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle. Gehen Sie einfach in den Verhörzimmern und im Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Wie er zu uns später zustößt, holen wir Jack. Und ich renne ein bisschen, weil wir haben nicht ewig Zeit heute. Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Und damit gleich ein paar Vorbildpunkte bekommen. Hey, Leute hier drüben. Also ich bin eher in den Spielen eiskalter Hund dabei. Das wird eher ein vorbildliches LP. Aber ich würde sagen, hier wird es jetzt lustig. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Vielleicht kann ich Ihre Meinung ändern. Systeme aktivieren. Ärger! Und sofort sind wir nach ein paar Minuten Diskussion wieder im Kampf was in meinem Haus hängt. Ich sehe mich ja dazu bewegt, frei rumzulaufen, ihr Affen. Und wenn die hier denken, ich laufe nicht ohne Widerstand zu machen, dann haben sie sich geschnitten ein paar Mal in ihre Finger. Wir müssen Jack aus dem Eis holen.
Scheißviecher. Schöne Deckung, wenn man sich einfach hinter mich hinstellt. Genieße dieses Level jedes Mal. Einfach reinziehen, wegballern, reinziehen, wegballern, reinziehen, wegballern. Egal auf welcher Seite. Das filmen wir nur und dann gehen. Wo kommt denn das jetzt her? Ich würde sagen, wir holen das Jackets raus. Shepard, wenn Sie sich in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Wie sollen wir Jack sonst da rauskriegen? Ich mach schon. Bereithalten. Das sind doch zwei schwere Mechs. Ich hasse diese Vögel, sag ich euch. Ich hasse diesen beiden Vögeln. Das ist das Coole am unserem Freund Grant hier. Er gibt immer die besten Kommentare hinzu und ich würde sagen, wir sehen leider erst im nächsten Part. Wir sehen erst im nächsten Part, was da unten passiert. Und ich sage, mein Name ist Tiger the Jack. Das ist Tiger the Jack. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage, Wiederschauen, reingehauen, Servus.